Age of Empires has encountered a problem and needs to close. Oh. Ist klar, wieso das dann jemals geht? Nee, sag ich doch! Ja. User in your channel timed out. Oh. Ja, aber ich kann halt bloß für einen PC den Port freigeben, weil das voll viel Sinn ergibt. Was machst denn du, du Pene? Oh, was ist das? Das war dann blöd, wenn's nicht gegangen. Oh ja, Ordner. Alles klar, Freunde der gepflegten Retro-Spielkultur. Hier sind wir wieder mit einem Spiel Age of Empires 1. Wer es nicht kennt, ja, guckt das Video. Es wird wunderschön. Heute Xenoid. Guten Morgen. Gegen Maxi 404. Mich, ne? Guten Morgen vor allem. Also guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Genau. Dann Xenoid da, mit den Assyrern heute am Start, genau. Und ich als Perser. Ich habe die Farbe blau und du mal hast die gucken, Farbe rot. Ob mein Connect ist heute der Greit. Bestimmt, da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben nämlich einen sehr tollen Router hier an der Adresse. Den besten Router. Der schmeißt gerne mal Leute raus. Mhm. Das ist so ein richtiger Türsteher-Router. Ja. So, jetzt können wir los. Ja, bereit. Ja, los geht's, easy. Bow. Bow. Oh, da haben wir gleich eine Küste. Das ist so. Toll. So, ich muss los geht's. Und sogar mein Cursor leckt. Geil. Gleich nimmer. So, jetzt nimmer. Oh, ich glaube, das gehört so, dass der Cursor leckt. Ja, das muss. Das ist einfach. Ah, oh, er leckt immer noch. Ja. Ja, was machen wir denn so? Aber jetzt also geht's. Zwei von jetzt euch geht's. Müssen jetzt einmal erst einmal Holz. Bei mir ist einfach mal gar nichts, gar kein Rohstoff. Bei mir auch nicht, bei mir ist erst einmal Hard Desert. Ja. Also ich werde mal mit dem einen ein wenig exploren. Mhm, da unten ist was. Aber ich glaube, man kann gar keine... Ich glaube, man kann gar keine Farmen ins Desert bauen, oder? Doch, immer schon. Aber da hinten sieht es schon fruchtbar aus. Mhm. Da hinten sieht es sehr fruchtbar aus, das ist gut. So, dann, so, dann bauen wir mehr ein paar Häuser, Freunde. Möge der Beste gewinnen. Mhm. Wenn denn überhaupt wieder jemand gewinnt. Genau. Ja. Wir hatten jetzt zwei Verbindungsabbrüche wegen unseres geilen Routers. Also wegen meines geilen Routers. Da möchte man meinen, man lebt in der Stadt und hat so geile Infrastruktur, aber nein! Nein! Dann kommt die Easybox und haut einfach mal einen sauren Knüppel auf den Kopf und dann... Ja, dann kommt die Easybox und nichts geht mehr. Ja. Rien ne va plus. Ah, da haben wir schon ein bisschen Nahrungszeug. Jetzt warte, da bauen wir jetzt nicht noch. Machen wir jetzt da Nahrung. Machen wir da noch. Moment, Altsteinzeit, dann kommt Jungsteinzeit, dann kommt Bronze, Eisenzeit und dann was auch immer. Yes. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Wie gesagt, die Easybox hat es uns verdorben. Ich glaube, weiter geht es jetzt zwar gar nicht. Also. Jetzt warte mal, ich muss wieder mal meine Spieleinstellungen machen. Ach, lol, die sind sogar noch so. Jo. Geil. So, dann machen wir nochmal gleich 5000 Häuser. Jetzt habe ich wieder. Was du überhaupt? Bei Gibt's mir ist es jetzt so wieder so geil. Blöd, wenn ich jetzt so einen Hafen hier baue, dann sperre ich mich wahrscheinlich ein. Ja. Ja. Man sperrt sich meistens ein. Ja. Ich laufe einmal mit dem Typen Obi und Kundschaft einmal für meinen Hafen aus. Ja. Ah, da geht's auch. Zum Fischen geht's ja direkt, aber hat er so eine Landzunge jetzt. Okay, dann muss jetzt. Dann muss da jetzt. Na, da kannst du überhaupt nicht auskundschaften. Danke fürs Gespräch. Ja, dann darf ich ihn irgendwo hier bauen. Geil. Und hoffe, dass ich dann mit meinen Kriegsgaleeren am Schluss durchkomme. Genau. Mhm. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Yes. Kornspeicher bauen wir jetzt einmal da hinten hin. Ja, ich brauche unbedingt Holz. Also eigentlich dürfte ich jetzt für die nächsten 2 Stunden Connect haben, weil ich habe jetzt auch 2 Stunden Connect. Das wird vielleicht sogar sehr 3 Stunden. Das ist ja toll, wenn man das so vorhersagen kann, wenn der so berechenbar ist. Der Router ist total berechenbar, ich glaube daran. Ja. Es soll Wirklichkeit werden und wenn ihr daran glaubt, dann wird es auch so. So. Lagergrube, das bauen wir irgendwo, wo es. Naja, wo bauen wir denn das? Du kundschaffst mir jetzt nochmal ein bisschen aus.
Na warte mal, was ist denn da hinten? Ein Wald wahrscheinlich. Achso, Viecher. Aber das ist gar nicht schlecht, da kann ich... Ah ja, da ist nichts mehr, okay. Da hinten. Also, die Karte hat es nicht gut mit mir gemeint. Oh, aber gar nicht. Oh, aber ganz viel Wald habe ich, das ist schon mal nicht schlecht. Und Stein und Gold genau nebeneinander. Gut, dann weiß ich schon mal, wo ich meine Lagergrube hinbaue. Hat das jetzt irgendein Ding gebracht? Ich glaube nicht. Aus. Jetzt. Musik aus. Obwohl, ja, ein wenig Musik. Wir brauchen den zum Aufstieg 200 oder so. 500. Oh. Ja. Das ist ganz schön, expensive da. Hey. Yes. Indeed. Also meine zwei Altsteinzeitgebäude habe ich jetzt. Mhm. So, dann machen wir das einmal. Oh, mit was fange ich denn an? Ein bisschen Holz vielleicht. Holz. Ich gebe im Moment echt gut aus für meine... Dorfbewohner. Mhm. Holy moly. Aber so von der Nahrung her, da brauche ich gar nicht so stark auf den Hafen gehen. Da kann ich eigentlich auch die ganzen Gazellen erst einmal weg. Ja, snacken. Da habe ich leider weniger davon. So, ich erkunde jetzt da mal ein wenig mit meinem kleinen Gefährt. Oh, jetzt hat es gerade gelegt und irgendwann ist kein. Ja, ist aber neue Musik hier, oder? Ja. Genau. Also, ich glaube, wir haben jetzt einen Connect für die nächsten. 5 Minuten. 2 Stunden vielleicht. Okay. 5 Minuten. Bis der Router halt wieder denkt, ah ja, jetzt haben sie gerade wieder ein riesiges Imperium aufgebaut. Genau. Ja, jetzt. Gut. Eigentlich müsste die da meinen Kornspeicher einbauen. Obwohl, es lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Wurscht. Du jagst mir jetzt einmal die Gazellen davon. Na, heute bringen wir einfach die um. Yeah! Heute bist du schlecht. Yeah, tote Gazelle, geil. Yeah. So, da hinten ist ein Löwe, da muss ich ein bisschen aufpassen, sonst habe ich gleich einen toten Dorfbewohner. Löwen kann man die eigentlich auch essen, oder? Bin mir gar nicht sicher jetzt. Ich glaube schon, ja. Okay. Bin ich mir sehr sicher, dass man das kann. Aber da winkt es für Abstand. Bist du schon Jungsteinzeit? Nein. Noch nicht. Das dauert noch. Also ich kaufe gerade so viele Dorfbewohner, deswegen dauert das bei mir ewig. Mhm, ja. $2. Und was machst du? Nix. Super, cool. Du bist da vielleicht einer. Und dann geh Holz hacken, wenn du schon mal nix machst. Wenn ich Escape drücke, ja, dann so erfolgreich nix macht. Ah lol, die bringen Fleisch sogar in. Die bringen sogar in die Lagergrube. Ja, ja, genau. Die, also Fleisch. In Kornspeicher. Fleisch wird in die Lagergrube, genau. Lol. Alter. Das habe ich gar nicht gewusst. So, gibt's da noch irgendwas? Ich hab 600 Holz. Ah, jetzt kann ich aufsteigen schon. Mhm. Kannst du auch? Ja, ich mal schauen. Yep. Hoffentlich, sonst werde ich dich bald fisten, mein ja, Lieber. Ja, so schon. Du wärst ihn anschauen, glaube ich. Lava nicht. Yes. Nee. Deine Assyrer, die kennen wir gar nichts. Ah, ja, ja, ist die Perser, ja, Alter. Ja. So, dies muss ich noch bauen. Wichtig. Oh, fuck, da ist ein Krokodil. Ja, ich muss das blöde Viech jetzt umbringen.
Bring's halt um! Ja, danke. Töte es. Naja, wenigstens haben wir jetzt ein wenig Krokodilfleisch zum Essen schon. Dann schau ich mal, diese Bucht da unten, die sieht mir ganz geeignet, hoffentlich, aus für meinen Hafen. Vielleicht habe ich da hinten noch ein bisschen, da die Küstenlinie könnte vielleicht noch besser sein. Da baue ich jetzt meinen Hafen hin, dann sperre ich mich schon nicht ein. Hoffentlich. Ja. Sehen wir dann schon. Ich brauche unbedingt wieder Dorfbewohner. Achso, eine Kaserne muss ich noch bauen. Ah, hab ich gar nicht. Doch, hab ich. Pommes, ja, hast du auch? Pommes, ja. Pommes trifft's gut. Muss ich das eigentlich zur Streittagst weiterentwickeln jetzt erst einmal? Ja, wahrscheinlich schon. Das wird ziemlich expensive, der Scheiß. Mhm. So, ein Stall und eine Bogenschießanlage. Werde ich mir jetzt noch leisten. Hallo. Hallo Fischerschiff. Jetzt kann ich mir ein bisschen erkunden mit meinem Fischerschiff. Und ja, genau. Ah ja. Das schaut mich schon gut an. Da können wir ein bisschen fischen. Oh geil, cool. Da ist ja was. Achso, du hilfst ihm jetzt nicht beim Stall bauen oder was? Ui, so ein Spaß. Spacku. Gut, Axtkämpfer lohnen sich jetzt nicht unbedingt. Schau ich mal, ob wir da noch irgendwelche Viecher haben. Aber ich glaube nicht. Nope. Dann muss ich da hinten auf die Gazellen gehen, hilft nichts. Cool, gut. So, wie viel brauche ich denn für die nächste Stufe? Ah, sieht man gar nicht. Mist. Ich brauche 2 Jungsteinzeingebäude. Die Frage ist, was ist ein Jungsteinzeingebäude? Also reiche Fischgründe habe ich schon mal, das ist nicht schlecht. Ein Stall und was noch? Ein Markt brauche ich noch. Pommes. Oh. Ah. Oh. Mhm. Oh. Lied. Nein, bei mir. Also es hat geleckt, aber bei mir ist kein neues Lied gekommen. Ja, wahrscheinlich war es dann bei dir. Oh. Wenn es bei mir leckt, leckt es bei dir, das ist leider so. Yep. Alter, was macht's denn ihr da hinten, ihr Spasten? Was ist denn los bei euch? Einfach gar nichts tun. Da. Bauernhof, jetzt kann ich einen Bauernhof bauen, schau. Wo bauen wir denn den hier? Was kann interessiert am besten? Da. Gazellen. Pommes. Der nächste. Pommes. Oh fuck, da ist ein Krokodil. Pommes. Pommes. Sau geil. Pommes für die Menschheit. Was nehmen wir denn? War nicht das. Die machen gar nichts mehr, fällt mir auf. Die bringen eine Nahrung ins Dorfzentrum, hoffentlich. Ja, ja, natürlich. Oder? Ja, ja, gut. Ja. Dann ist das Ganze gar nicht so schlimm. So, wie viel brauchen wir denn? 800 Nahrung? Okay, scheiße. Aber das soll ich mal gleich haben. Wo ist denn mein Gazellenmann jetzt übrigens? Ist der gestorben, ernsthaft? Was? Nein, das ist eine Gazelle da hinten. Ja, ich hab gemeint. Na, da ist noch einer, der nichts tut. Was kannst mir du denn bauen? Eine Bogenschießanlage vielleicht, aber ich möchte da gar nicht so auf Bogenschützen gehen. 200 Nahrung und Holz. Hätte ich jetzt nicht so begeben. Ja, Nahrung, oh, scheiße. Gehen wir mal auf den
Machen wir mal. Wo ist denn der Typ? Alles klar. Ja, das Spiel scheint gut zu funktionieren jetzt im Moment. Im Moment. Also erinnert mich, jedes Mal, bevor wir ein neues Spiel machen, starte ich den Router neu. Okay. Ah, du tust nichts. Du warst mein Gazellenmann. Genau, Jäger heißt's. Was können wir denn noch Schönes bauen? Vielleicht noch einen Bauernhof oder so? Pommes. Ja. Pommes. Er möchte Pommes. Das heißt, wir bauen noch einen Bauernhof. Schau. Genau. Kartoffeln. Omi. Alles klar. Was brauchen wir denn? Alter, das schreckt mich doch. Alter, ich hab 1200 Holz. Ich hau alles weg. Lauf bei mir. Ah, schau, da unten ist eine Gazelle sogar, aber die bringen es einmal nicht um. Was, 1000 Nahrung oder wie viel kostet es? 800 nur, lol. Wie viel kostet das gleich wieder? 200, komm, das kaufen wir. Das Klump können wir uns auch noch gleich leisten. Beobachterturm oder kleinen Wall? Was machen wir denn? Ich glaube, der kleine Wall war sogar cooler. Weil ich bin da so komisch isoliert. Und wenn irgendwo Landverbindung ist, kann ich die gleich mit dem kleinen Wall nichtig erklären. Oh, ich brauche wieder Heiser. Ist klar, Burm. Und ihr mit einem blöden Holz da? Macht zu mir mal jetzt einmal Gold oder Storner oder so. Macht zu mal Storner. Du musst fischen und zwar fischst du mir an dem Spot da hinten. Du bist immer noch ein Geschmarrn. So, was haben wir denn jetzt für neue Gebäude? Nix, geil. Naja, aber gleich. Regierungsgebäude und Tempel, geil. Pommes! Oh, dann nehmen wir mal die 2 da. Scheiße, da hat jetzt Holz dabei. Mist. Was ist der schnell? Du wirst keine Chance gegen das persische Empire haben, mein Lieber. Dann bin ich mir sicher. Daud. Stimmt, ich muss noch was researchen, vor allem auf Shit. So, dann darf der da mal was bauen. Das Klump bauen wir auch noch hinten hin. Und was bauen wir noch? Dorfzentrum kann ich jetzt auch schon bauen. Huch. Wow. So einen klumperten Beobachtungsturm kann ich mir eigentlich auch hinstellen irgendwo. Da hinten oder so. Da was keinen interessiert. Das Lied ändert sich. Ah, jetzt kann ich in der Kaserne wieder was researchen. Yeah. Und beim Stall glaube ich auch. Nö, scheiße. Was brauche ich denn dann? Das ist ein Chaos. Kann ich beim Regierungsding noch was researchen? Oh ja, aber das ist teuer. Aber ich glaube, das lohnt sich.